erst schlafen gehen. Okay, im Dunkeln sieht das hier aber auch voll... Oh Gott, das ist, hat voll Stil. Warum sieht das denn so cool aus alles? So, Schlafenszeit. Na, Gott sei Dank. Ich will das nicht in der Nacht machen. Ich will nicht in der Nacht kämpfen. Wir sind bereit. Ich weiß nicht, ob du das spüren kannst, was uns bevorsteht, Case, aber ich kann es. Der gescheiterte... Warum immer gescheiterter? Der gescheite Gibbons ist im Anmarsch und meint es ziemlich ernst. So ein Vollidiot, was? Wir wollten ihn ohnehin vermöbeln, also umso besser, wenn wir nicht erst nach ihm suchen müssen. Wir müssen nur durch sein untergebenen Monster kämpfen. Also bist du bereit, ein paar Monster in die Mangel zu nehmen? Ja. Wunderbar, wenn wir gewinnen, können wir einen Riesenparty veranstalten und das Gottesgewächs für unseren Sieg über die Bösewichte zu feiern. Oh, 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 jetzt geht's los. Vielleicht sogar schon wirklich der End... Also ich gehe ganz stark davon aus, dass... Aua. Dass das jetzt hier sowas wie der Endkampf ist. Erstmal mache ich mal diese ganzen Schläfis tot. Erstmal sind sie schwach. Zweitens ignorieren sie mich. Besiegte Feinde 5 von 52. Hey, hey, hey. Machen Sie da, junge Frau. Meine Güte. Hilfe? Ich muss ganz kurz gucken, ob die irgendwie... Nein, sie haben das Wasser kaputt gemacht. Ah, mein Wasser. Das ist ja toll. Das war eine gute... Das war die beste Idee, die ich jemals hatte, war... Autsch. Mein Wasser. Die beste Idee, die ich jemals hatte, war, da das hinzustellen. Aber durch die Verteidigung und die Rüstung, da haben wir echt Rüstung erhalten. Die tun uns kaum weh. Die tun uns wirklich kaum weh. Wir kriegen einen Schaden von 1. Danke fürs Wegstoßen, sonst wäre ich eingeschläfert worden. Hier schön reinprügeln. Oh, wir haben gleich alle. Wodurch heilen wir uns? Weil wir so heiß sind, oder was? Ich meine, wir heilen uns. Okay, hier ist irgendwo noch irgendjemand, der einschläfert irgendwie. Das sind die Magier. Das kann natürlich auch sein. Ich helfe natürlich erstmal mit, jemanden zu töten. Kaum Schaden, ey. Das ist echt cool, dass wir das... Das hätten wir schon die ganze Zeit mal machen sollen, wa? Siedlungszustand ist noch 100%, auch wenn da hinten Wasser ausläuft, aber egal. Ist ja nur Wasser. So, und den letzten. Ist auch wirklich der letzte. Essen. Essen. Essen, essen. Gewonnen! Kommt der jetzt nicht? Ich dachte, der kommt jetzt oder so. Der Gegner kommt näher. Essen. Und los. Damit hätten wir alle seine Handlanger erledigt. Jetzt taucht der Boss wohl endlich persönlich auf. Wenn wir ihn besiegen können, gehört das Lebensblatt uns und die Kinder Hagons werden wissen, dass ihre Tage auf dieser Insel gezählt sind. Im Kampf können die Häuser und vielleicht das Gottesgewächs Schaden nehmen. Aber die bauen wir wieder auf. Wir müssen unsere volle Energie aufwenden, um den Stinkaffen zu besiegen. Ach so, das hat gar nicht... okay. Egal. Wahre Worte, Bartbubi. Also Case, bist du bereit, den gescheiterten Gibbon grün und blau zu hauen? Ja. Stark, ich werde nicht zulassen, dass dieser große, zu groß geratene Affe damit davonkommt. Er wird dafür bezahlen. Nicht nur für Pastor L., sondern für alle auf dieser Insel.
Na dann los, Case. Verkloppen wir den Hohlkopf und bringen wir das Leben und Licht zurück nach Grünfeld. Ha! Der Gescheiterte gewonnen. Oder der Gescheite. Ha! Gescheiter, gib, Bonze. Ich dachte, ich hätte dieses mieses Unkraut entwurzelt. Jetzt finde ich heraus, dass du es wieder aufgebaut hast. Größer und widerlicher als je zuvor. Hey! Endlich etwas, das es sich zu zerstören lohnt. Ich werde eure köstliche Verzweiflung spüren lassen, damit ihr nie wieder wagt, etwas zu bauen. Er ist mit seinem Monolog bald fertig. Ich würde lieber gleich zur Stelle kommen, an der wir ihn ordentlich vermöbeln. Wir hängen uns da voll rein, Leute. Wir lassen den Affen nicht mal in die Nähe des Gottesgewächs. Der ist offiziell gestrichen. Auch wenn er größer ist als wir alle zusammen, wir lassen uns nicht unterkriegen. Case, Malrod, wir stehen euch bei, egal wie dieser Affe uns an den Kopf wirft. Egal was. Schön gesagt, Leute. Also gut, zeigen wir diesem übergroßen Affen mal, was wir drauf haben. So ist es. Ich werde euch alle vernichten, um das Gottesgewächs noch dazu. Alles im Namen des Hohepriester Hagons. So, jetzt lass uns loslegen. Ich bin ready. Versucht den Bauernhof zu zerstören. Ich habe natürlich keine Ahnung. Ich habe natürlich keine Ahnung, was wir hier überhaupt... Das ist gar nicht gut. Wenn der weiter so gegen das Gottesgewächs kracht, reißt er es bald in Stücke. Wir können nicht bloß eine Mauer bauen, die würde er einfach durchbrechen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, um ihn aufzuhalten. Und zwar schnell. Keine Ahnung, ob das hilft oder so, aber das wäre jetzt halt das, was meine Intelligenz wäre. Müssen wir ja irgendwie aufhalten. Also gehe ich davon aus, dass wenn wir nach unten bauen, wir ihn damit aufhalten. Keine Ahnung. Okay, ist alles in Ordnung? Ja, wieso? Uff, ist schon schlimm genug, wie hässlich der Kerl ist, aber jetzt lässt er hier auch noch überall die widerlichen Bananenschalen rumliegen. Warte, Bananenschalen sind rutzig, stimmt? Vielleicht können wir sie verwenden, um ihn zum Stolpern zu bringen und ihn aufzuhalten. Los, Case, zieh deine Handschuhe über und schnapp dir eine. Ach, toll, danke. Ja, wow, ich brauche hier ein riesiges Loch, weißt du? Los, Leute, draufhauen! Ich habe viel zu kompliziert gedacht. Aua, meine Bananen tun mir weh. Ich dachte, wir haben all seine Handlanger getötet. Warum flunkert ihr mich an? Er stapelt die Bananenschalen schon über die Bananenschalen. Der ist echt cool, der Typ. Sein Affending da hinten. Ich kann auch was essen. So, nur noch den großen war. Ne, hier unten ist noch der kleine, den. Machen wir erstmal den kleinen fertig. Ich dachte, wir müssen da. Jetzt habe ich hier eine ganze schöne Welt zerstört, weißt du? Ich dachte, wir müssen ein Loch buddeln. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Autsch. Ah, Kacke! Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das kam jetzt überraschend. Verdammt! Damit habe ich nicht gerechnet. Ha 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 ha!
Okay, wir haben ihn. Oh. Viecher werden immer größer, die er hierher ruft. Okay, wir gehen mal schnell mal mit in den Multikampf da hinten rein. Da, wo alle prügeln. Damit wir nicht ewig an einen festhängen. Zack. Ich dachte, wir mussten ein Loch buddeln. La 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 la. So, jetzt sollten sie es doch klappen, oder? Das war so klar. Weil er nämlich nicht weiter gefut hat. Jetzt haben wir ihn. Lauf prügeln, Leute! Er hat nicht mehr viel! Ja! Wir haben ihn erledigt! Affenkind! Ich esse was. Da ist das Blatt. Ich habe nur ein riesiges Loch dahin gebaut, weil ich dachte, naja, weil Mauer hat nichts gebracht und... Upsi. Ein Lebensblatt. Sieht ein bisschen kaputt aus. Gewonnen! Gott sei Dank verlassen wir jetzt die Insel, dass das alles egal ist. Haha, wir haben es geschafft, Case. Wir haben den gescheiten Gibbons besiegt. Übrigens, was war das eigentlich für ein glänzendes Ding, das du da hinten aufgehoben hast? Aufbrausende Agroviane? Wie könnt ihr so fröhlich plaudern, wenn ihr in unserer Heimat solch eine Verzweiflung herrscht? Los, Bewohner von Grüffel, lasst uns die Schäden beheben. Bin ich ja mal gespannt. Sieht alles so aus wie früher? Ach, tatsächlich. Ach, das ist schön. Oder auch nicht. Die Siedlung erstrahlt in alter Pracht. Das ist total gelogen. Guck mal hier. Ihr habt da gar nicht in alter Pracht, sagen sie, weißt du? Mach ich jetzt erstmal selber. Die Spinner. Alter Pracht. Pracht nennen sie das. Alter Pracht nennen sie das, weißt du? Die Jaxels. So, essen nicht. Kommt her. Ich habe was zu sagen. Rosie. Ah, wusel nicht alle um Rosie rum. Ich muss nur mit Rosie reden. Ich kann dir gar nicht genug dafür danken, dass du uns geholfen hast, den gescheiten Gibbons zu besiegen. Und Wilfried hatte recht damit, dass er das Lebensblatt hatte. Jetzt, da wir es gefunden haben, können wir endlich das Lebenswasser herstellen. Hier, die sind für dich. Wow. 3 Kohlköppe. Wow, 3 Weizen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt zum... Das sollte ausreichen, um die reine Kraft herzustellen, die wir brauchen. Ich wusste, dass wir alle unsere Feldfrüchte brauchen würden. Also habe ich sie gut versteckt gehalten. Der Rest liegt an dir, Case. Bring alles rüber zur Werkbank und gewinne daraus einen Tropfen Lebenswasser. Ich kann ja auch mal an der Palme wedeln, dann kriege ich auch Lebenswasser. So, das hat er nicht gesagt. Janka, Lebenswasser. Können wir das einfach essen? Können wir es einfach essen vor allem? Juhu, du hast es geschafft, Case. Du hast das Lebenswasser hergestellt. Gute Arbeit, Case. Dieser Tropfen Wasser enthält also die gesamte Energie der 5 Feldfrüchte Grünfels und ist mit der Kraft des Lebensblattes erfüllt.
Kohlkörbe, Weizen, Zuckerrohr, Tomaten, Kürbisse, alles in diesen schimmernden kleinen Kugeln. Genau, alle 5 Feldfrüchte, die Pastor L uns hat anpflanzen lassen. Mit den Blumen des Paktes und Feldfrüchte von Grünfeld können wir das Gottesgewetz endlich vollenden. Jetzt müssen wir nur noch das Lebenswasser oben drauf gießen. Ich habe die Stelle bereits markiert und überlasse dir gerne die Ehre, Case. Ja, aber selbstverfreilich mache ich das. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es ganz oben wird. Ich fall runter. Ich fall runter. Ich fall runter. Okay, jetzt ist nicht verkacken. Irgendwo hier. Schick. Schön. Ja, wir haben es geschafft. Mit Blumen und alles. Ja, wie schön. Licht und Leben kehrt nach Grünfeld zurück. Die Saat des Erfolges. Mission erledigt. Abgeschlossen. Mission, alles fertig. Ich stehe in Blumen drinne. Mutiger junger Erbauer, du stehst im Gewächs. Ist mein Kleid, okay? Durch deine Hände bin ich neu geboren worden, um erneut über Grünfeld zu wachen. Möge die gesegnete Brise, die von meinen Ästen weht, den Übelwind vertreiben und das Licht und Leben über das Land bringen. Du hast meinen zutiefst empfundenen Dank, Case, für all das, was du getan hast. Juhu! Sieh nur, Case, sieh nur, Grünfeld blüht vor lauter Leben. Es ist wunderschön. An jedem Abend halten die Bewohner Grünfelds ein bescheidenes Festmahl unter den Ästen des imposanten Gottesgewächs. Als sie der Mühe ihrer Vorfahren gedenken, blicken sie mit Tränen in die Augen in die Krone des Gottesgewächs hinauf. Doch ihre Tränen werden schon bald von der sanften Brise getrocknet, die durch die Äste weht. Dann bricht der nächste Morgen an. Hurra, wir haben es geschafft! Tihi! Oh je, Case, du musst wirklich müde von der ganzen Feierei gestern Abend sein. Aber du hast dir nach deiner ganzen harten Arbeit am Gottesgewächs wirklich eine Auszeit verdient. Wir alle haben uns die verflixten Finger wund gearbeitet, um es fertig zu bekommen. Aber ohne dich hätten wir das nicht schaffen können, Case. Ich find's immer noch irgendwie total krass, dass so ein verbeilter Typ wie du so eine hammerharte Nummer abgeliefert hat. Echt abgefahren. Wow, danke! Eine Kuh. Grünfeld ist wieder wie früher. Meine Träume sind wirklich wahr geworden. Ich glaube, ich verstehe langsam diese Träume, von denen du immer redest. Die sind etwas, das man immer im Blick behält und niemand aufgibt. Egal was kommt, das ist es, was es bedeutet, einen Traum zu haben, oder? Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, Malrott, mein Junge. Mein Traum ist es, Bürgermeister dieses feinen Dorfes zu sein, deswegen will ich mit auch auf die andere Insel. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, aber ist ja auch egal. Und ich sag dir, ich werde den Traum nie aufgeben. Danke, Case, für alles, was du für uns getan hast. Ich bin so froh, dich getroffen zu haben und dich kennengelernt zu haben. Das war alles ein bisschen schneller weggedrückt als gedacht. Ja. Hurra! Okay, ich muss mal ganz kurz auf das Gottesgewächs raufklettern. Wir müssen uns mal ganz kurz angucken, wie es von oben aussieht. Es hat total Stil mit dem Wasser und alles. Gott, das will ich auch in echt bauen. Guck mal. Oh, wie schön. Okay, der Moment, wenn man das Gottesgewächs wieder auseinanderbaut. Ich kann das Gottesgewächs wieder abreißen. Ich gehe einfach weg. Einfach weggehen. Einfach weggehen. Oder einfach Fahrstuhl fahren. Hui. Oh, geht nicht. Warte, doch, das kriegen wir hin. Glaubt mir. Ich bin Fahrstuhl-Ninja! Sehr schön, Fahrstuhl-Ninja. Okay. Komm her. Du hast dein neues Gottesgewächs geschaffen und Grünfeld vor den Kinder Hagons gerettet. Aber gibt es nicht etwas, das du vergisst, Case?
Der einzige Grund, aus dem Myrod und du hergekommen seid, war es, Leute für eure Insel zu finden, um sie in ein Paradies für Pflanzenliebhaber zu verwandeln, stimmt's? Haha, stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Lulu würde uns eine scheuern, wenn wir mit leeren Händen zurückkehren. Es scheint, als ob ziemlich viele Leute vom Grünfeld-Bauernhof euch gerne begleiten würden. Wenn ich ihr werde, würde ich mit allen Leuten sprechen, um herauszufinden, wer einen Ausflug auf das Eiland des Erwachens machen möchte. Okay, aber sind wir mal ganz ehrlich. Ich würde ganz grob behaupten, dass ich jetzt aber erstmal die Aufnahmepause mache. Ich weiß, aber wer weiß, was jetzt noch alles kommt, und eigentlich muss die Folge heute noch raus. Und wenn wir jetzt noch mit allen reden, dann bin ich schon 2 Stunden dabei und dann ist schon ein bisschen zu spät und dann ist alles ein bisschen zu spät. Ich muss auch gleich noch kochen und einkaufen, und damit heute Abend auch was auf dem Tisch steht. Ist aber immer noch Gammelerde, ne? Wollt ihr mich verarschen? Das ist immer noch Gammelerde. Ich dachte, du hast grün gemacht, du Scheißgewächs. Das ist immer noch jammelisch. Guck doch mal, jammelisch. Guck mal hier, jammelisch. Mal hier, immer noch Gammelerde. Das ist fucking Gammelerde. Ah, Mobbing. Ich dachte, jetzt ist es hier wirklich grün, aber... Gammelerde. Okay, ja. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, die hätten das jetzt hier wirklich alles grün gemacht, aber nichts ist. Es ist nichts grüner geworden. Es sieht immer noch alles verjatzt aus. Oh, das ist aber doof. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Naja, okay. Ist dann leider so. Schade, ich hätte mich echt gefreut, wenn alles grün geworden wäre. Klar, dann hätten wir auch nicht mehr diese Gammelerde, aber sind wir mal ehrlich, die Gammelerde will doch keiner nehmen. Es wäre schön gewesen, wenn es wirklich grün geworden wäre. Naja, gut. Was soll's, was sollen wir machen? Passt schon. Gut, ich verabschiede mich jetzt aber erstmal. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder zurück zu unserer Insel gehen, die nur uns gehört. Mit, ich weiß nicht mit wie vielen Leuten, also mit denen da vorne auf jeden Fall nicht, der ist nämlich gleich tot. Die anderen lachen darüber, das finde ich gut. Wir müssen auch mit Harley reden. Alter, Harley wird sowas von mitgenommen, ist mir egal, ob es mit will oder nicht. Wird einfach mitgenommen. Ich bin gespannt, wen wir alles mitnehmen können und was sie denn drüben überhaupt machen. Ob sie uns denn auch helfen, alle Sachen aufzubauen. Da hinten ist noch eine Faulspore und alles. Die sind doch alles verjammelt. Ich bin echt enttäuscht. Na gut. Ich verabschiede mich jetzt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir... Naja, zu unserer Insel wieder zurückkehren. In der Hoffnung, dass wir die da vielleicht ein bisschen grüner bekommen. Ich hoffe, wir nehmen Wülfried mit. Harley, ja, das sind eigentlich die 2 wichtigsten, die ich dabei haben will. Der Rest ist alles, naja. Halt da, ne? Okay, nun aber genug. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.